Es gibt natürlich über viele Erkrankungen ganz, ganz viel zu erzählen. Wir werden uns heute auf das traditionsgemäße Prüfungsrelevante hier eben auch beschränken. Also das, was immer wieder in Prüfungsfragen sowohl schriftlicher als auch mündlicher Natur eben vorkommt. Und es ist für euch natürlich auch schwierig, jetzt irgendwie die Erkrankung so zu lernen, dass ihr 6 Stunden erzählen könntet. Deshalb eben auch dieses Repetitorium, sodass ihr euch daran orientieren könnt, was ihr da in den mündlichen Prüfungen zum Beispiel erzählen solltet und was ihr nicht vergessen solltet. Und natürlich die Auffrischung auch des Kurzzeitgedächtnisses, naja, noch nicht ganz Kurzzeitgedächtnis, ein paar Wochen ist es ja noch bis zur schriftlichen Überprüfung, dass gewisse Dinge hier aufgewärmt werden. Nichtsdestotrotz, ich mache das hier sehr knapp. Ich kann das aber auch in einer Stunde, das haben wir auch schon alles ausprobiert, wenn man es mal in Turbogeschwindigkeit eben macht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwelche Sachen unklar sind, bitte scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Da werde ich dann natürlich auch darauf eingehen. Annette schreibt hier gerade auch in den Chat rein. Sie hat gerade gesehen, dass ich nicht mit dem Skript Infektionskrankheiten 1 starte, sondern mit der Mikrobiologie. Das heißt, wir wollen uns vorweg kurz ein bisschen mit Fieber und auch mit verschiedenen Erregertypen befassen, damit das Ganze gleich ein bisschen einfacher wird mit Inkubationszeiten und so weiter. Und ja, fangen wir doch ganz einfach an. Infektionskrankheiten, wisst ihr, ein absolutes Muss für die Prüfung. In der schriftlichen Prüfung haben wir 4, 5, 6, 7, manchmal sogar 8 Fragen zu diesem Thema. Und in der mündlichen Prüfung ist fast kein Vorbeikommen an dieser Thematik. Sei es, dass ihr wirklich also eine Erkrankung erzählen müsst, sei das, dass es in einem Fallbeispiel möglicherweise die Lösung ist oder auch im Rahmen der Differentialdiagnose. Dabei müssen natürlich eben auch verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Das werde ich euch dann auch immer sagen, was für eine Prüfungsrelevanz dieses Thema hat, bei dem wir gerade eben auch sind. Also wir müssen jetzt nicht 5 Stunden über Milzbrand oder so etwas eben auch reden. Wird da auch Hinweise drauf geben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer dann auch meinen Amtsarzt, der vielleicht eine gewisse Vorliebe für ein Thema hat, was nicht so häufig auftritt. Und ich möchte euch allen ans Herz legen, vor eurer mündlichen Überprüfung doch bitte mal die Seite des RKIs aufzusuchen. Und dort könnt ihr im Servstat in der Abfragedatenbank auch die individuellen Zahlen für euren Landkreis oder für das Bundesland oder tatsächlich auch für die Stadt eben abfragen, um eben auch mal zu gucken, ob gewisse Infektionskrankheiten bei euch regional vielleicht besonders häufig vorkommen. Ich denke gerade mal an so Dinge wie die Tularemie, die Hasenpest, ja, die jetzt wirklich nicht die Top-Prüfungsrelevanz hat. Aber beispielsweise im Frankfurter Raum oder Brandenburg, also auch Berlin, ja, sind da immer wieder Fälle aufgetreten. Dann ist ein Gesundheitsamt auch mit solchen Thematiken immer wieder in Kontakt und fragt so etwas eben auch dann auch etwas häufiger.